Ja, natürlich. Wie gesagt, die Tankstelle hier gerade rüber, da kann man es am besten sehen. Wir sehen alle, dass die Preise für Gas und auch für Öl höher geworden sind. Tja, aber letztendlich ist es eine Folge dessen, was momentan in der politischen Lage sich als Konsequenz ergibt. Ist halt so. Für den normalen Menschen oder den normalen Konsumenten wird sich dieser Hochpreis auf die Endprodukte durchschlagen. Das heißt, am Ende des Tages merken das die Verbraucher im Supermarkt, in den Apotheken, natürlich auch an den Zapfsäulen, aber in allen Bereichen des täglichen Lebens, weil diese höheren Transportpreise müssen auf die Endprodukte umgeschlagen und in die Kalkulation einbezogen werden. Ja, wir werden das Auto öfter stehen lassen Ja. und lieber mit dem Fahrrad fahren oder laufen oder die BVG benutzen. Also ich denke mal schon, dass es noch stark ansteigen wird und deswegen versuchen wir einfach irgendwie ein bisschen zu sparen, so auf Sparkurs zu gehen.